darf jetzt schon anfangen. Wasser? Ja, wir sind. Willst du Wasser? Das wäre super, ja. 2 Euro. Oh, gebe ich dir gleich. Stecke ich dir dann in deine Hose. Jedes Mal. Hast du schon an? Schon an. Verdammt. Okay. Habe ich nicht gesagt. Ja, wir sind hier gerade am Stand von Workshop Nummer 5 von BBM Motorsport. Workshop Nummer 5 findet ihr übrigens in Hagen. Die sind da, wenn man Hagen West ist das, oder? Hagen West rausfährt an diesem riesen männlichen Kreisverkehr. Da könnt ihr schon auf den, was war das eigentlich mal, was ihr da habt? Diese Öltanks, so riesen Öltanks, diese Silobehälter. Da hängt oben hier Workshop Nummer 5 einfach fett drauf. Da sind die Jungs. Und ich danke dir, mein Bester. Guck mal, so wird es hier versorgt. Umsichtige Menschen. Jawohl. Hallöchen. Das ist der Radek vom Workshop Nummer 5. Ja. Die machen da in Hagen ganz individuelle Abgasanlagen. Also heißt, ist es eigentlich egal, was für ein Fahrzeug man hat? Grundsätzlich schon egal. Alles? Okay. Egal. Heißt, wenn ich mit meinem Mofa vorbeikomme? Du lass, wir haben sogar schon Trecker gemacht. Wir haben Trecker, wir haben für Flugzeuge schon was gebaut. Auch für Motorboote, sehr speziell, aber auch machbar. Also wir sind relativ stark individuell gefächert. Von Golf 1 über Golf 6, über Lambo, Ferrari, McLaren sogar. Das ist uns eigentlich egal. Hauptsache, wir können arbeiten. Okay, also heißt, man kann sagen, alles, was einen Verbrennungsmotor hat und Auspuff braucht, genau, ist bei euch richtig. Genau. Auch Fächerkrümmer oder Sportcuts, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, die fertigen wir auch komplett ganz alleine an. Mit oder ohne Zulassung ist dem Kunden selbst überlassen. Natürlich, wie laut es in dem Fall auch sein oder werden soll. Es hat auch natürlich seine Toleranzen. Also wir können jetzt nicht demjenigen sagen, du, wir bauen jetzt eine Abgasanlage mit 120 Dezibel und die Eintragung ist natürlich drin. Nein, natürlich nicht. Ja. Das muss schon irgendwo legal bleiben. Ja? Aber das können wir dann dem Kunden dann im Einzelnen immer erklären. Ja, wir sind eine eigenständige Schlosserei, bauen alles tatsächlich alleine. Made in Germany, das ist ganz entscheidend. Gewisse Sachen aus Europa und da ist auch schon Schluss. Okay, das heißt, ihr baut quasi alles ab Motorblock selber auf. Komplett allein. Die Möglichkeit besteht. Ja. Ja. Also Fächerkrümmer, Katalysatoren, Downpipes. Alles, wie sieht's mit Turbolader aus? Da sind wir zum Beispiel jetzt so weit, dass wir mit BBM zusammenarbeiten, das sourcen wir aus. Aber trotzdem bleibt alles in einem Haus. Ja, super. Ja. Also bei uns im Betrieb haben wir einen Plasmaschneider, eine Biegemaschine, noch so ein paar andere geile Geschichten, wo die Leute sagen, ey cool, ich will mich hier wohnen, ich stelle mein Auto ab. Ja. Ob es jetzt 10.000 Euro wert ist oder 100.000 Euro, ist eigentlich egal. Du bist in sicheren Händen und es wird irgendwie nicht irgendwie Schmuh gemacht, nicht so, dass ich sagen darf. Das heißt, ihr habt deswegen auch so viel, das ist ja in der Regel so, wenn du viel selber machst, hast du ja auch direkt einen Einfluss auf die Qualität. Absolut, ja. Und das ist eigentlich auch, wir kennen das ja von uns auch selber oder ich habe mit einigen anderen Herstellern hier gesprochen, du hast immer das Problem, wenn du zu viel Arbeit abgibst an andere Dienstleister oder auch zukaufst, du kannst dich auf die Qualität nicht mal 100% verlassen. Wenn man natürlich alles dann in Hagen selber schweißt, hat man den großen Vorteil, du hast die direkte Kontrolle darüber, auch während der Installation noch kleine Anpassungen vorzunehmen und einfach eine 1A-Qualität abzuliefern und nicht, ich sage jetzt nur mal, soll jetzt kein Diss an Bastuk oder sowas sein, aber Bastuk-Abgasanlage, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sind aber dafür bekannt, ich hatte selber schon ein paar, die sind nicht so ganz passgenau. Du dübelst dir da echt einen dahin, das dauert Stunden, die dann hinterher anzupassen teilweise. Du, wir sind ja auch ganz bodenständig, ne? Wir kommen ja nicht von ganz oben, sondern wir haben ja auch irgendwo neu angefangen. Es gibt halt die Big Player, HG Motorsport, Capristo, die das schon seit Performance Jahr und Tag unten, ja, oder auch der Zippern unten bei F-Town, die machen überragende Arbeit und ich sag gestern, wir schauen uns natürlich alles ein bisschen an, aber machen irgendwo schon unser eigenes Ding. Ja, der Kuchen ist so groß, dass wir alle was davon haben können und wer gute Arbeit abliefert, hat immer seine Kundschaft. Da muss man das eigentlich auch sehen. Und bei uns ist auch wirklich entscheidend, dass wir tatsächlich auch jeden Topf selber konzipieren für jeden Kunden, auch neu. Hast du einen speziellen Wunsch? Dumpf, grell, ist alles machbar. Ne? Natürlich immer in den Voraussetzungen. Ja? Ja. Kannst du nicht erwarten, dass wir einen Vierzylinder wie einen Achtzylinder klingen lassen? Schwierig. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, gar keine Frage. Ja. Das ist immer eine Frage, was kommt für ein Abgasvolumen da an? Ja, habe ich einen Dieselmotor, habe ich einen Benziner? Also das gerade, ne, mit Volumenströmen wird ja im Prinzip gearbeitet im Akustikbereich. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Das heißt, ihr könnt auch nicht zu hohe Anforderungen an die Leute stellen, die sowas fabrizieren. Ja. Aber ich würde einfach sagen, um das hier für euch nicht ausschweifen zu lassen, wir gucken uns gleich noch ein paar andere Sachen schon an. Das ist genau mein Thema. Ich hätte vielleicht gesagt, wir kommen mal bei euch in der Firma vorbei, unbedingt, machen nochmal ein separates Video und gehen dann detailliert mal Installation, die Technik und sowas, weil ist ja nichts Dorf für uns, die ganze Geschichte mal durch. Vor allem, wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist gerade auch wirklich entscheidend, weil die Leute haben immer anfangs gesagt, boah, die machen Ferrari, Lambo, da will ich jetzt gar nicht hin mit meinem Golf 7, weil was soll ich denn da bezahlen, 10.000 Euro für eine Abgasanlage? Nee, das ist eben falsch, das war vielleicht so ein bisschen falsch von uns in den Fokus gesetzt. Wir bieten exklusive Arbeit für jedermann. Ja, also heißt bezahlbar mit einem ordentlichen Preis-Leistungs-Verhältnis auf einer fairen Basis. Genau, also das heißt, wir versuchen den Leuten was zu bieten, dass sie sagen, ey geil, Exklusivität für einen gesunden Kurs. Super. Ja. Ich habe jetzt gerade aus dem Augenwinkel gesehen, Soundbooster. Yes. Soundbooster.
Ja, Abgasanlagen für Dieselfahrzeuge ist immer schwierig. Es gibt die Möglichkeit, alles rauszureißen. Cut, Bußpartige Filter, ja. Ist aber alles illegal. Steuerhinterziehung, bla 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 bla. Nur Schwierigkeit. Deswegen haben wir halt die Soundbooster. Ist eine wirklich sehr gute Alternative. Könnt ihr euch bei uns auf dem YouTube-Channel mal in Ruhe oder bei Facebook anschauen. Oder auch mal live vorbeikommen. Also einfach Workshop Number 5 bei YouTube eingeben. Genau. Kommt ihr direkt auf den Channel drauf. Ich zum Beispiel, wir haben Toyota CHR. Ja. Hybrid. Ja. Hörst du eigentlich fast gar nichts. Ich weiß. Wäre das eine Option? Auf jeden Fall. Sehr geil. Also, ich komme mal vorbei. Vorbeikommen. Mhm. Das können wir dann in dem Fall auch schon direkt auch zeigen den Leuten. Wir würden deinen Wagen bei uns abstellen. Ja. Wir können alles dafür vorbereiten, ob es in die Selbstradmulde und das Fahrzeug, Schalldämpfer, wir bauen, ist alles möglich. Okay, klasse. Ja. Ich hatte dich gerade so ein bisschen unterbrochen. Was wolltest du sagen? Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Also, ich könnte ja quasi was Thema den ganzen Tag reden, weil das ja quasi, du stehst ja morgens auf und wenn du selbstständig bist, dann hast du ja nur die Abgasanlage im Kopf. Das ist alles ganz früher wahrscheinlich auch. Es ist das erste, woran du denkst, es ist das letzte, mit dem du abends im Bett gehst und ganz während du in deinem Bett legst, überlegst du noch, kann ich da noch was verbessern, ist da noch was drin und so weiter. Also man arbeitet eigentlich ständig für sein Unternehmen und das ist auch das Sympathische an kleineren mittelständischen Firmen. Richtig. Die sind wirklich noch an der Qualität, an der Leistung wirklich interessiert und nicht mehr wie die Big Player, dass man sagt, ach komm, da läuft jetzt alles, ne? Chef zieht sich zurück oder so. Das heißt, ihr seid mit Herzblut wirklich auch dabei. Was wir ja tatsächlich den Kunden auch immer anbieten, ist samstags von 10 bis 14 Uhr bei uns persönlich vorbeizukommen. Wir beraten dich kostenlos, du kommst mit uns mit in die Firma rein. Wir sind relativ transparent, wir zeigen genau, wir erklären genau. Bei uns gibt es keine dummen Fragen und dummen Antworten, tatsächlich. Okay. Weil wer wirklich in Anführungsstrichen viel Geld für eine Anfertigung bezahlt, muss einfach informiert werden. Er muss genau wissen, was passiert. Und wenn du deinen Wagen jetzt auch beispielsweise bei uns stehen lässt für 2-3 Tage, dann darfst du auch, ruf nur kurz an. Ey Jungs, ich komme vorbei, ich will mal angucken, wie weit ihr seid. Kannst du jederzeit machen. Umso öfter du am Tag vorbeikommst, umso teurer wird's. Zahlst natürlich mehr auf den Sender sehen, kostet extra. Ne? Ja, aber wir sind da nicht schon ein bisschen auf dem Boden geblieben. Das wird auch so bleiben. Definitiv. Also für die, die es dann interessiert, die es vielleicht auch anfahrtstechnisch dann lösen können oder sowieso zur Installation vorbeikommen, die können sich das dann direkt auch vor Ort mal gerne angucken. Habt keine Scheu davor. Bietet ihr, wo wir gerade bei dem Thema sind, auch, jetzt ist einer in Berlin. Ja. Jetzt hat er keine Zeit vorbeizukommen. Ja. Bietet ihr sowas auch in Vorabfertigung, versandfertig dann an? Nein, das werden wir auch in Zukunft nicht machen. Das, was wir anbieten, ist vorab ein Gespräch telefonisch oder von mir aus über gewisse Kanäle. Das heißt WhatsApp, E-Mail, Facebook oder von mir aus auch über Skype. Dass wir einfach den Preis besprechen, genau was gebaut wird. In der Regel wissen wir ja quasi bei jedem Fahrzeug schon, was gemacht wird. Wenn es ein ganz spezielles Auto ist, wie jetzt der neue McLaren, da muss der Kunde tatsächlich zu uns persönlich vorbeikommen. Ja. Aber ist es ein Golf 7, wissen wir ganz genau, was passiert. Wir haben in der Regel auch die Videos schon dafür. Und dann klären wir alles vorab. Okay. Und wenn jemand, wie in dem Fall, jetzt haben wir 2 Kunden aus Kalifornien, die kommen jetzt mit ihren alten BMWs, die kommen so persönlich rüber, haben aber vorab Bilder geschickt, wir haben alles besprochen. Geht. Das heißt, der Grund, warum ihr das tut, ist wahrscheinlich, dass ihr den Anspruch habt, dass das wirklich perfekt wird. Genau. Das heißt, deswegen kein Versand, wie bei manchen anderen, wo du sagst, dann schick die Anlage rüber, bastel ihr ein, sondern ihr macht das wirklich komplett seriös. Wir haben nämlich in der Vergangenheit von ganz vielen Leuten gehört, die haben sich was bestellt, von namhaften Firmen, die sehr gut sind, aber es trotzdem irgendwo nicht gepasst hat. Das ist ja auch wohl irgendwo ein bisschen logisch, nicht alle Lehren passen dann so perfekt. Das ist es. Deswegen, wir können uns das nicht erlauben, 3 bis 5 Tage eine Abgasanlage zu konzipieren für einen Kunden. Ja? Und er kommt dann zum Nachgang und beschwert sich, was hier und da nicht passt. Wir haben die Zeit nicht dafür. Nein, das soll nicht sein. Das generiert ja auch mehr Stress hinten raus, weil du mit der Reklamationsarbeit viel mehr Arbeit hast letzten Endes. Also dann lieber 2 weniger, aber richtig. Richtig. Und wirklich beruhigt arbeiten gehen können. Ne? Weil sonst ist es halt, ich meine, was soll ich jetzt lernen? Du weißt selber, ne? Das ist dann immer mal schwierig und meine Augenränder sieht man ja schon. Ja. Ja, gerade hier so, deswegen sehen wir auch alle so ein bisschen durch aus, weil es hat uns schon ein Kunde unter das Video, das Tag 3 Video, was jetzt gerade rauskam, drunter kommentiert, man sieht langsam euren körperlichen und seelischen Verfall. Ja. Guck dir mal die Videos von Tag 7, 8 an, dann wirst du sehen, was hier abgeht. Also die Luft ist hier wirklich so, da kannst du 3 draus machen. Ne? Ja. Das ist schon anstrengend, auch für die Aussteller, die Leute, die wir auch interviewen vor der Kamera haben. Aber es macht richtig viel Spaß. Mega Bock, oder? Auf jeden Fall. Also ich sag immer, das ist meine Art von Urlaub hier. Ich feiere das wirklich hart, was hier läuft. Also Messe ist richtig geil. Richtig geil, das sowieso. Ja, nur wenig Schlaf. Ne? Ich bin jetzt den 11. Tag hier, ein bisschen Vorbereitung und ich bin auch langsam froh, wenn ich zu Hause bin. Aber es ist irre, wie lange der Körper das mitmacht, so mit 3, 4, 5 Stunden. Ne? Das ist schon wirklich krass. Wodka schafft alles. Ja, der Herr Gorbatschow regelt das. Ja, den trinken wir zum Beispiel nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir groß an Alkohol trinken werden. Ne? Ja. Ihr kennt das von uns. Also wir sind eigentlich sehr enthaltsame Menschen. Es ist nicht so, dass hier einer übermäßig was konsumiert davon. Gut, ich danke dir auf jeden Fall und wir kommen bei euch vorbei. Gerne, dann klären wir mal alles in Ruhe. Genau. Und dann können wir mal noch so ein paar andere Sachen zeigen. Es wird jetzt immer lauter gerade, weil da die Turbine angeht. Schön, deswegen brechen wir jetzt hier mal ab. Wir sind fertig, wir kommen dann mal bei euch vorbei. Bis später. Ciao, euer Radek.
eben. Deswegen, Orgasmus haben sie auch. Ja. Und wie du schon gerade sagtest, ich muss mich erstmal sammeln. Wir sammeln dich. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen jetzt zur Audio System. Okay. Dann? Ich beantworte jetzt erstmal nur Fragen. Guck mal, der hier. Guck mal, die kennen wir auch. Geht der nicht? Ja. Aber die sehen uns nicht. Die beiden. Bitte. Ach so. Ich hab mal gesehen, aber ja. Kennst du das? Okay. Ich konnte mir die Gesichter nicht merken. Deine Hose rutscht. Die Hose rutscht? Ja. Das ist schön. Hast du gerade eine Hand frei? Nein. Nein, scheiße. Warte. Oh, die bauen hier schon ab. Ich würde gerne mal eben. Oh. Warte. Das nervt das gleich zu sehr. Das filmst du jetzt gerade nicht, oder? Doch. Warte. So. Weißt du, du kaufst dir. Das sind Jogjeans. Teure Anti-Sachen, ne? Ja, Jogjeans. Aber kannst du nicht mal einen Gürtel leisten? Das ist eine Jogginghose in Jeans-Optik. Und die hat hier halt so praktische Dinger. Damit ist das. Der Fake. Ja. Aber merkt keiner. Du bist da hoch auf die Bühne. Und dann? Dann wickst du einmal jeden. Nein. Mach das. Nein. Ich halte und du machst das. Wenn jetzt hier unsere zwei Spaßmacher da wären, dann würde ich das tun. Warte, wir sind da. Meine Fresse! Soll ich euch was erzählen? Ich erzähle, aber nur euch. Warte, er wollte gerne mal auf die Bühne und die Leute mal grüßen. Habt ihr die Möglichkeit? Mit Sidney Hoffmann kannst du das tun. Ich bin der echte Sidney Hoffmann. Der andere Typ ist ein Double. Ich möchte keinen Grüßen, das hat er gesagt. Wo muss das jetzt tun? Ich habe auch keine Wäsche verloren. Das ist mir doch scheißegal, du gehst jetzt mit mir auf die Bühne. Okay, mit dir zusammen, ja. Ho, 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 ho. So, hier haben wir einen Gast, das neue Kamerateam von Area 52. Dein Name ist Victor. Der Victor. Und der Victor möchte jetzt alle mal grüßen. Ja, hallo, alle. Ich weiß nicht, wer mir das eingebrockt hat, dieser blöde Kameramann, der jetzt ganz schön am Lachen ist. Du kommst woher, du musst ja irgendwas erzählen, woher kommst du, wie alt bist du, bist du Single? Nein, Masse. Das ist ein Single. Okay, du kommst und ich auch immer. Von selbst, du bist durch, sehr gut. Oder machst du das denn? Ich hoffe dich. Hallo. Hallo, wer bist du? Ich bin der Thomas von Brackelmann Audio Media. Ja, das wollte ich sowieso erstmal fragen. Reden wir jetzt von Brackelmann oder reden wir von Audio System? Brackelmann Audio Media. Okay. Hier den Lobbys Mercedes. Gemacht, wie gesagt, von uns, aber am Stand von der Audio System. Dann, ja, am meisten erzählst du mal von dem Auto generell, das wird die Leute ja am meisten interessieren. Gut. Was ist es überhaupt? Und du musst ein bisschen lauter reden. Okay, man kann auch ein bisschen die Musik ein bisschen oder so. Ja, aber die Leute sind auch sehr laut hier von daher. Okay, also wir haben jetzt wie gesagt hier einen 190er, 2 Liter Automatik, wie Opa den damals gefahren hat meistens halt. Ne? Den haben wir ein bisschen schöner gemacht, klar, hier ist ein Airride TH Technics reingekommen. Die Felgen 8 und 9 mal 17, Eigenanfertigung halt. Optisch machte, glaube ich, gut was her. Das ganze ja, Auto. Auf jeden Fall, ne? Dafür, dass es so alt ist, ist es echt ein Hingucker. So, wir haben jetzt einmal das Alpine Freestyle Radio mit verbaut. Das heißt, wie gesagt, ist eine Einzelanfertigung halt mit den Tasten halt, mit dem ganzen Design, so wie es halt da ist. HX Frontsystem. Wir haben hier halt einmal das System von der X-Serie für die Endstufen. Das ist einmal 170.4, einmal 330.2. Wie viel Watt hast du da pro Woofer ungefähr? Genug. Also nicht einmal zwei gute 30er Bässe. Also das drückt selbst, wenn die Klappe zu ist, den richtigen Druck nach vorne. Und das hält die Karosse stand? Das hält sie. Habt ihr da was alles gedämmt innen drin.
Türen, wie auch Kofferraum, wie auch die Rücksitzwand, alles komplett mit Alu. Himmel auch, oder? Nein, den Himmel haben wir diesmal nicht berührt halt. Ist immer ein bisschen schwierig bei den alten Autos wegen dem Himmel. Deswegen frage ich. Aber so, denke ich mal, mit den Lufttanks in der Optik. Die Jungs von der Lackierbar haben die halt nochmal mit dem Wassertransferdruck halt optisch schön gemacht. Natürlich dann nochmal nachlackiert. Ich denke mal, passt zum Design. In welchem Wert liegt die Anlage ungefähr? Für den Otto-Normalverbraucher? Wir bewegen uns zwischen 3.000 und 4.000 Euro bewegen wir uns. Das ist eine Menge. Vielleicht erzählst du noch was zu dem Ausbau selber. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Ihr habt da ja ein bestimmtes System, Verfahren, wie ihr zum Beispiel den Ausbau machen lasst. Habt ihr ja einen speziellen Schreiner, sagtest du mir? Wie gesagt, wir bauen ja, sag ich mal, einen Teil. Lassen wir halt von unserem Schreiner, Günter Josch von Zabu. Der stellt uns sowas halt her, den Grund. Und Rest ist dann halt eigene Arbeit dann halt vom Design her, sag ich mal, vom Beziehen. Das ist dann halt, was wir dann halt noch perfektionieren. Und das kann theoretisch jeder bei euch haben, der möchte. Genau, wir brauchen quasi das Auto, wir müssen es ein bisschen ausmessen, sprechen drüber, was der Kunde möchte, wie es aussehen soll, was er sich vorstellt und dann setzen wir es in der Tat um. Ja, wo sitzt ihr? Sagt den Leuten, wo sie hin müssen. Zu finden sind wir in der Giesestraße 1 in Iserlohn. Wie gesagt, Markelmann Audio Media, früher ACR Iserlohn, wir haben halt den Namen gewechselt. Gerne, wie gesagt, einfach mal vorbeischauen, gerne auch bei Facebook, im Internet, sind wir da zu finden. Was du uns noch erzählen kannst, der Bus, den du mir gezeigt hast. Erstens, wo ist der? Der ist jetzt in der Halle. Der wird jetzt noch zu Ende gebaut. So gesehen, Ende Januar soll er fertiggestellt werden. Und das war eine fahrende Shisha-Bar, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau, da könnt ihr auch, wir jetzt in meinem Lobby gucken, unter Colorblinds. Werdet ihr da noch ein paar Videos finden. Es sind 3 Videos schon gemacht worden, dann halt Schritt für Schritt, was passiert ist. Mhm. Die endgültige Fertigstellung wird, denke ich mal, Ende Januar sein. Und da wird dann halt auch nochmal ein Video und Trailer halt mit rauskommen. Und dann werdet ihr auf den Messen den Bus finden, bei Adalia, am Shisha-Stand. Zum Beispiel in Dortmund auf der Tabakmesse. Ich würde sagen, da berichten wir dann auch nochmal. Gerne. Kommen wir euch mal besuchen. Gerne. Kevin? Ja, ne? Machen wir. Was mir noch einfällt, ihr wolltet ja eigentlich zu einer Messe damit nach Berlin oder so, ja, hab ich gehört, ne? Ja, der Bus war auch da, klar. Von der Fertigstellung halt haben wir erstmal das untere Abteil gezeigt. Und wie gesagt, die richtige Überraschung, der Boom kommt wirklich dann halt Anfang Februar ungefähr auf die Straße. Darfst du auch was dazu erzählen? Fällt mir nämlich gerade so ein, wo du vom Pioneer redest. Wie es jetzt dazu gekommen ist, dass das ganze Brakelmann Audio heißt und nicht mehr Audio System? Wollt ihr auch andere Audio System sind wir. Audio System sind wir. Okay. Aber hier am Stand. Aber wie gesagt, ACR ist ja eine eigene Sache. Stimmt, ja, ACR. So gesehen, ja, genau. So gesehen haben wir halt nur den Namen geändert. Okay. Aber ihr vertreibt weiterhin Audio System als Partner und man kriegt bei euch aber auch Hyphonics, Pioneer oder welche Marken bietet ihr an? Im gewissen Teil. Also stark vertreten natürlich hier Audio System halt, auch im Laden, so gesehen. Ihr seid davon überzeugt am meisten. So sieht's aus. Als wäre ich hier. Theoretisch würde man aber bei euch alles beziehen können. Das können wir ja gerne im Laden klären. Dann bedanke ich mich. Gerne. Letzter Tag heute, jetzt kommen wir gleich nach Hause. Kommt gut nach Hause. Ciao. Tschüss.